So, als erstes entfernen wir mal den Default Cube und setzen eine Suzanne ein. Die drehen wir dann auch gleich mal zu uns. Und dann hübschen wir sie noch ein bisschen auf. So, da wollen wir jetzt ein Material drauf machen. Und zwar ein Material, Shadeless. Dann eine neue Textur vom Typ Image, Mapping-Koordinaten Normal und als Image nehmen wir hier mal einen Material-Screenshot. So, das was? Dann stellen wir hier noch auf Textured, rufen die View Properties auf und bei Display stellen wir hier auf GLSL. Et voilà! So, bitteschön. Und dann machen wir da nochmal. Und im Render. Bitte schön.